So, hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, beim neuen Part von Spider-Man. Und wir haben hier gerade den Arsch offen. Wir kämpfen jetzt gegen diesen... Diese Riesenroboter, der aber auch gleich besiegt ist. Also das sind wahrscheinlich mehrere Gegner. Und ich muss jetzt immer schauen, wo er so ist. Und dann kriegt er eine aufs Mützchen hier hinten. Hier bist du! Okay, ja, gut, das ist so schwer. Ich meine, oh, warte mal, ist es immer dasselbe? Ich dachte, das sind mehrere. Aber anscheinend sind das immer dieselben. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe nicht. Da oben! Da oben! Da! Pa! So. Und noch immer. What the hell? Ich meine, wie viel hält denn der aus? Der hält so viele Schläge von Spider-Man aus. Sehr unglaublich. Warte mal, ich muss mal so ein bisschen so hopp. Und noch einmal hopp. Warte, was ist denn jetzt los? Ah! Jetzt sofort! Ah! Oh, wie weit denn noch? Ich muss weg! Wie weit denn? Ich sehe nichts! Was ist hinter mir? Oh, was? Oh! Du! Dann renne ich von dir weg und dann fällst du mir den Rücken! Na warte! Mit dir bin ich noch nicht fertig! Dein Arsch geht mir! Und mitten durch! Oh! Okay, ich muss ihn mit Netzschützen bremsen. Ah, ich muss näher kommen, ganz klar. Ah! Oh, was ist jetzt? Nein! Oh, das sah aber gut aus. What the hell, das wäre ein cooles Wallpaper gewesen. Und jetzt geht's dir schlecht. Du hast deine Miete nicht bezahlt. Komm her, zeig dein Hirn. So. Oh, dein Hirn ist aber hässlich. Was jetzt? Zweite Phase? Wie David gegen Goliath. Nur, dass ich viel cooler bin und Unterwäsche trage. Habe ich jetzt gerade ein paar... Oh, shit, das sind noch welche. Habe ich jetzt gerade ein paar Leute gekillt? Weil ich meine, das explodierte gerade in der Masse von Leuten. Und ich glaube, das ist nicht so gesund. Und ich... Au, weg. Oh, nice, ich habe... Die Scheiße explodiert mit am Arsch, sollte ich ein bisschen aufpassen. Ich schalte zwar nach und nach Upgrades frei, aber ich möchte mal erst einmal mich um die kümmern. Und wie viel sind denn das noch? Und es werden immer mehr und irgendwie nicht weniger. Ah, da hinten. Also, komm her da. Komm her, du Oskops Brut. Oskop macht ja nur Scheiße, das wissen wir inzwischen alle. Und du bist auch Kacke. Wenn ich Metall wieder aus Stein gewonnen? Oder wie? Ich glaube schon. Das war gerade ziemlich schlecht. Ach verdammt. Ich meine, wenn ich mal da drin bin in dieser kackblauen Shigi-Blase, dann komme ich doch nicht mehr so schnell raus. Ah, ja gut, Leute, ich hatte gar nicht Zeit, mich so vorzustellen. Jetzt, ich komme zurück. Wie geht's euch? Geht sich gut bei uns, das Wetter gerade voll kalt irgendwie, also mittlerweile recht relativ kühl. Noch einmal, nee, komm, das ist schon ein anderer. Na, aber hoffentlich, das wäre ja skandalös gewesen, würde ich jetzt denselben Idioten noch einmal bearbeiten, ne? Und dafür macht er mehr kaputt als er, also ich meine, ich mache mehr kaputt durch ihn. Oh, jetzt fliegt der Kack-Helikopter da. Ah! Aber jetzt, yes! So, und nochmal. Und... Patsch! Kriegt er voll auf die... Aufs Maul! Nee, Maul ist ein viel zu böser Ausdruck. Oh Mann. Ja, ich sehe schon, in Part 15 haben wir ganz New York zerstört. Manhattan zerstört. Und jetzt soll ich weg! Jetzt muss ich... Oh Mann, warte mal. Nee. Komm, jetzt. Yeah. Heute muss das ein Scheiß! Da, ich glaube, ich habe ihn besiegt. Also der da oben ist gerade irgendwie so explodiert, oder? Nee, er ist noch nicht tot, gut, aber das ist der letzte. Weil ich habe den einen noch... Den einen habe ich noch besiegt. So, jetzt kommt der und ich glaube, der ist jetzt aber wirklich bald kaputt. Was hält man davon? What the hell? Er ist noch nicht kaputt. Ah, da hat ihn die Spinnen noch nicht genug Schaden zugefügt. Wo ist er denn? Ah, da hinten. Gut, aber komm, ich glaube, drei Schläge waren das pro Viech. Drei Schläge. Und dann sollte er in den ewigen Oskorp-Schrotthaufen-Jagdgründe geschickt werden. Aber irgendwie... Oh, no, nicht schon wieder! Ah, Hilfe!
Hab ich's? Ah, okay. Also ich meine, wenn ich drin bin, dann bin ich tot. Aber ich kann noch mal rechtzeitig rausgehen, dann bin ich nicht tot. Und jetzt, jetzt reicht's. Du hast meine Tante May beleidigt, dafür reiß ich dir den Kopf auseinander. Fordere späte Verstärkung an. Oh, von der Baum weg. Ah, der Gärtner wird sich freuen. So, haha, no problem. Next, please. Sehr interessant. Wenn ich diese Frequenz irgendwie an meine Spinnensender kopple, kann ich Smythe belauschen. Na Gott sei Dank. Aber einen neuen Anzug ziehen wir nicht an, Leute. Weil ich meine, ich möchte mal hier völlig nackig sehen, weil der Anzug ist ja schon richtig kaputt. Sieht zwar sehr cool aus, aber naja. Neues Upgrade wieder. Ich kann aber irgendwie gerade nicht Select drücken. Gut, dann machen wir ihn nicht. Wenn du nicht willst, dann schwingen wir uns als sehr ramponierter Spider-Man eben durch weiter durch Manhattan. Im Film konnte er auch, er hatte ja dieses komische, dieses kreisrunde Ding auf dem Handgelenk. Das, was man im Trailer immer sieht. Und dieses dieses kreisrunde, da kommen diesmal die Netze raus. Oh, Musik im Menü! Dum, 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 dum. Ich nehme mir den über. Nee, nehme ich nicht. Ich nehme doppelte Bedrohung. Ja, den nehme ich mir. So, was kann man denn nehmen? Wannexplosion, genau, die wollte ich vorhaben. Kann ich die jetzt kaufen? Die kann ich jetzt kaufen. Na bitte, geht doch. Warte, was ist Kampfresistenz? Nee, brauche ich nicht. Netzreichweite? Nee, braucht man nicht. Und Netzstärke? Nehmen wir mal das. Scheißegal. Was kostet die Welt? 200 haben wir noch. Nehmen wir noch einmal Wandexplosion, wenn es so schön war. Na bitte. So genau. Und dieses kreisrunde Ding auf seinem Arm, auf seinem Handgelenk, das verursacht, da kommen die Netze raus. Und in den alten Teilen, da kamen sie einfach irgendwo aus der Hand raus. Und hier ist es halt ein bisschen anders. Hier haben sie einfach gedacht, oh, das muss ja irgendwie gehen. Das muss ja irgendwo rauskommen. Und haben sie einfach so kleine Dippel auf sein Handgelenk gesetzt. Und in Spider-Man, so viel darf ich schon mal spoilern, im Film, da wird ihm das zerstört und dann kann er auch nicht mehr schwingen. Das heißt, also ich fand den Spider-Man sehr cool, weil ein bisschen mehr Menschlichkeit steckt. Also er ist nicht mehr so übermächtig, hüpft nicht mehr so hoch, ist nicht mehr der allerstärkste, allergeilste. Und das fand ich irgendwie ein bisschen cool. Also ich meine, er war auch sonst verletzlich, aber wo ist die Comic-Seite? Hier! Aber ich fand das, dieses verletzliche Setting, das fand ich recht cool. So, und jetzt müssen wir wieder zum Converse-Zeichen. Nachdem wir die Roboter besiegt haben. Was denn jetzt einfach mit Musik? So heldenhafte Musik bin ich ja im normalen Rumgelaufe gar nicht gewohnt. Die Antennenjagd beginnt. Ja. Ich muss alle drei verbinden, um die Koordinaten zu finden. Ja, das ist schön. Aber dann zeigen wir mal die Antennen lieber, bevor du mal hier von, hier ist dann, hier natürlich, oder? Nee, hier, haben wir wieder die, yay, und, bip, what, das sieht ja immer sehr cool aus. So, ein Hammer, noch ein paar. Das war eine. Oh, was macht sie denn hier? Ich habe mich aber nicht eingeladen zur Party. Oh, die muss ich hier so bearbeiten. Oder warte, ich scheiß einfach drauf. Ich mach einfach diesen hier. Tschüss. Huha. So, einfach mal draufkacken auf die Leute. Ich meine, was geben mich die anderen an? Nee. Aber die Roboter muss ich ja nicht besiegen, weil ich glaube nicht, dass die hier sich genauso künstlerisch über Manhattan schwingen wie ich. Ich meine, kann ja sonst keiner. Kann ja nicht jeder so cool sein. Wo kommen wir denn hin in der Welt? Leute, stell dich mal vor, in einer Welt, wo alle gleich gescheit sind, also intelligent. Dann wäre keiner mehr intelligent, weil die alle den gleichen Status haben. Und Intelligenz zeichnet sich ja nur durch eine Besonderheit aus. Und dann wäre es ja nichts mehr Besonderes. Genauso wie mit der Dummheit. Wenn alle Leute gleich dumm, dann wäre keiner mehr dumm. Weil alle Leute ja gleich sind. Und Dummheit zeichnet sich auch nur durch Sonderfälle aus. Obwohl, naja, Sonderfälle in der heutigen Zeit wohl eher nicht. Aber ansonsten, ja doch. So, dann gehen wir mal nach oben. Aber ist auch lustig. Ich meine, jeder... Wirklich jeder Politiker, aber ist es nicht so, dass jeder Mensch quasi von sich behauptet, also quasi behauptet, dass sie alle dumm sind? Also dass, oh, die Welt ist so dumm und selber sind vielleicht selber so blöd. Also ich meine, jeder bezeichnet sich doch als etwas Besonderes und außerordentlich Intelligentes und würde es in den seltensten Fällen zugeben, dass er wirklich dumm ist.
Ja, genauso wie die Artenkreuzung, die ist richtig blöd. Also, ich meine, es ist ja wirklich so, dass jeder sich als so gescheit und Zingsel bezeichnet, dass keiner sich als stumm bezeichnet. Daher ist auch immer wieder lustig. Jeder Emo bezeichnet sich, nö, ich bin kein Emo. Aber jeder Emo ist ein Emo. Jeder Hipster bezeichnet sich, ich bin kein Hipster. Aber jeder Hipster ist ein Hipster. Also, wird immer so sein, immer, es geht immer, ich meine, what the hell, vielleicht bin ich selber blöd. Und red einfach nur viel und andere Leute denken, boah, der ist aber gescheit. Oder denken auch gleich so, oh, boah, der ist aber blöd. In beiden Fällen, ja, ich meine, vielleicht. Scheißegal, solange ich mich durch mein Leben schlage, muss man nicht sonderlich intelligent und sonderlich blöd sein. Eine Mischung aus beiden ist, glaube ich, in den seltensten Fällen schlecht. So, dann hüpfen wir nach oben, hauen nochmal hier die Dings drauf. Bip! Das war jedenfalls keine blöde Sache. Können wir wieder fotografieren, weil hier ist wieder so ein Futterbrat. Ich werde mit Alistair über diesen Roboter sprechen und ihm sagen, dass ich zu den Guten gehöre. Sollte ich das? Naja. Connors wird jetzt diese Blutprobe brauchen. Oh! Oh! Ein Ausbruch hatten wir noch nicht. Wir hatten bis jetzt immer nur Autoverfolgungsjagd und Schlägereien. What the hell? Ist es jetzt euer Ernst? Oh, was ist jetzt los? Ja, chillt mal ein bisschen. Jetzt kann ich wirklich... Nee, komm, ich lasse es einfach. Das ist mir ein bisschen so blöd. Ich will nicht alle 180 Nebenmissionen machen. Das ist mir... Ich meine, das wäre schon ein bisschen zu stressig. Ich meine, die Nebenmissionen punkten... Warte mal, gehen wir mal hin. Schau mal hin. Ich meine, was kostet die Welt? Wir schauen einfach mal hin. So, warte mal. Hier unten, hier, glaube ich, ist das Banditennest. Warte mal, hier ist doch was. Hier! Ha, komm her! Direkt ins Krankenhaus. Oh, ich. Was? Und was mit den anderen Leuten? Du musst den ins Krankenhaus bringen? Bin ich denn die Caritas? Oder die Rettung? Aber er hat zumindest das Glück, mit Spider-Man über den Dächern Manhattans zu schwingen. Bitte nicht auf den Anzug sabbern. Der ist schon voll im Arsch. Sabber ruhig drauf, kein Problem, Mann. So. Hat er gesagt, es tut wirklich weh, wenn ich so schwinge. Ich sehe mal nach, ob ich noch mehr finde. Was für ein Trip. Aber du hast mich hergebracht. Kein Problem. Aber die in den lieben atomaren Schutzanzügen. Ja, yeah, habe ich was bekommen? Jungfrau? Nichts? Ah gut, dann ha. Ah, hier wird man auch nicht mehr so ausbezahlt wie damals. Ja, ja, damals, die alte Spider-Man-Zeit. Die war doch schöner. Oh, oh, warte mal, was ist denn noch hier? Hier ist ja noch richtig Kacke da drüben, oder? Was ist diese Lippe? Ah, what the hell? Ich habe so viele Nebenaufgaben. Ich mache die jetzt einfach. Ich schau noch mal, was es hier gibt. Ja, ja, chillt ein bisschen. Ich meine, Polizisten haben Waffen und dürfen sie auch verwenden oder sollten sie verwenden. Obwohl ich kein Freund staatlicher Gewalt bin, aber ich finde... Was? Jetzt kann ich mich hier noch um die kümmern. Was soll der Scheiß? Ich habe jetzt wirklich... Das ist mir jetzt so blöd. Werdet halt so ein paar Echsen, habe ich ein paar mehr zu bekämpfen. Ist mir ziemlich barre. Ich bin eigentlich nicht der Freund von... staatlicher Gewalt. Aber ich finde es ein bisschen blöd, dass die Polizei nicht den Gebrauch von Waffen benutzen darf. Also da wird sie vor angespuckt und geschlagen. Also ja, eher angespuckt, weil da darf die Polizei auch nichts machen. Das ist mittlerweile echt schlimm, dass da irgendwie so... Also damals war es eine Respektperson und heute ist es eher so die Draufspuckperson. Ich meine, mittlerweile ist doch jeder Polizist an irgendwelchen Sachen schuld. Mittlerweile wird er doch für alles verantwortlich gemacht und man vertauscht dann schnell Freund und Feind miteinander. So, wo muss denn jetzt rein? Ich bin jetzt nicht unbedingt der beste Freund der Polizei, aber dass sie oft als der Übeltäter gebrandmarkt wird, das mag ich ja nicht so. Na, das wollen wir ja nicht. Aber ist ja echt so, Leute. Wie oft denkt man schon, scheiß Polizei? Und im Prinzip hat sie nichts gemacht. Wird das so funktionieren? Mein Anzug! Das ist doch ich will einzige dir nicht kratzen, Chance. Doc, aber Beeilung, die Zeit wird knapp. Mal sehen, was du zu bieten hast. Weitere Berichte über Opfer, die von den Kreaturen gebissen wurden. Und ja, wie schon erwähnt, entkamen diese aus den Oscorp Towers. Oh! Die Infektion wurde als Epidemie eingestuft und der Seuchenschutz hilft den Stadtoberen bei der Bekämpfung. Die bereits Infizierten haben andere gebissen, sodass sich die Infektion noch schneller ausbreiten konnte. Die Menschen werden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Derzeit ist unklar, ob die Behörden eine stadtübergreifende Quarantäne planen, was die Insel von Manhattan von den anderen Bereichen abschneiden würde. Ich
Ich kontaktiere Gwen. Gwen? Oh. Bist du da? Oh. Sie hat schon Schuppen. Geht es dir gut? War schon besser. Das steht fest. Ist das Gegenmittel fertig? Beinahe. Kannst du es noch ein bisschen aushalten? Mir geht's gut, aber bei einigen ist die Infektion weiter fortgeschritten. Warum bauen wir auf Connors? Können wir ihm vertrauen? Er tut wirklich, was er kann. Er sollte es schneller tun. Dr. Strom sieht gar nicht gut aus. Er... Ah, er soll aufhören! Trinkt etwas Wasser! Er soll aufhören! Ah, zurück! Lasst ihn atmen! Nein! Es darf nicht! Es... Ah, helft mir! Oh mein Gott! Er krümmt sich! Er hat einen Anfall! Nein, er... verwandelt sich! Oh nein! Dr. Strom! Datenkreuzung entdeckt. Angriff. Datenkreuzung entdeckt. Angriff. Lass mich los, du Metallmonster! Nein! Lass ihn los! Du tust ihm weh! Töten! Töten! Was ist da los? Gwen! Die Roboter! Sie holen Dr. Strom! Es sieht aus, als wollten sie ihn töten! Sie müssen darauf programmiert sein, jeden mit Artenkreuzungs-DNA zu verfolgen. Pete, schnell! Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Ich komme, Gwen. Versprochen. Ich hol dich da raus. Ich muss gehen, nur mach schnell. Alles wird gut, Peter. Gwen ist ein zähes Mädchen. Sie kommt durch. Na gut, dann schauen wir mal. Da hat er mal meine Freundin Gwen hier ein bisschen... Die verwandelt sich auch schon langsam, ne? Okay, da haben wir es. Oh, das da? Ein lila Fläschchen. Ja, das ist es. Schön. Vielen Dank. Ich dachte, es würde irgendwie etwas futuristischer aussehen. Rosa! Ist noch nicht getestet, aber ich habe eine Simulation laufen lassen. Es sollte wirken. Schon okay. Wir haben keine Zeit zum Testen. Ich traue Ihnen. Danke, Peter. Ich danke Ihnen. Wir feiern später. Ich gehe zu Oscorp. Stellen Sie Massen von dem Zeug her. Wir werden es brauchen. Ah! Na gut, Leute, dann werden wir... Ich weiß nicht, ist es schon vorbei? What the hell? 6.437? In der letzten Folge waren es doch nur 1.000. Also es verbreitet sich echt schnell. Okay, dann werden wir darüber gehen. Aber erst in der nächsten Folge... wirklich raus. Denn ich muss aufs Klo. Also gehe ich wieder zurück. Ah, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen sich. Bis dann. Ciao. Ah, die Wikinger sind so. Oh, Viking Metal Zombie, what the hell? Uno Momento, nicht so schnell. Ich habe alle Metal mitzureden.